Hallo und ich grüße euch zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Es ist fast 30 Grad draußen, die Sonne ist wirklich brütend heiß geworden heute. Aber es war auch wieder Flohmarktzeit. Zwei Flohmärkte haben wir besucht und was wir da gefunden haben, seht ihr gleich. Zwei Flohmärkte haben wir besucht, den einen natürlich etwas früher, den anderen etwas später. Beides sind von uns geliebte oder beliebte, ja, kann man so sagen, Flohmärkte. Mein Bruder und ich gehen sehr gerne darüber. Der erste ist mehr so ein klassischer Flohmarkt, wo sehr, sehr viel Trödel ist, also wenig Händler, mehr die versteckten Händler, die einfachen, richtigen Trödelhändler. Nicht so die ja, gewerkschaftlich zusammensortierten Händler, die wirklich nur DVDs, nur Blu-rays und sonst was haben oder nur Spiele, die gibt es da nicht. Deswegen war das ein sehr interessanter Flohmarkt. Wir sind diesmal sehr früh dort gewesen, gerade wegen der Sonne, weil jetzt ist es um die 2 Uhr und oder 14 Uhr und es ist fast 30 Grad, die Sonne drückt richtig. Vielleicht zieht nachher noch ein bisschen Gewitter auf, das weiß ich nicht, aber es war wirklich sehr warm und wir wollten dem ein bisschen aus dem Weg gehen, weil wir wussten, wir sind ein paar Stunden unterwegs. Wir waren jetzt nicht ganz so lange unterwegs, weil wir jetzt auch zwei Flohmärkte eben halt besucht haben. Aber trotzdem haben wir natürlich die gründlich durchsucht. Ja, und wir sind auch schön fündig geworden und richtig tolle Sachen gefunden und auch ein paar echte, ja, kleine Highlights, kann man so sagen. Jedenfalls, das wollte ich kurz noch sagen, der zweite Flohmarkt, wo wir waren, das ist auch ein, das eine ist mehr so ein Stadtflohmarkt, kann man sagen, der Stadtteilflohmarkt, der erste, der viermal im Jahr stattfindet. Wir sind da, wie gesagt, auch mehrfach schon gewesen. Ich habe auch schon zig Videos gezeigt, sozusagen, was ich da gefunden habe. Und beim zweiten, das ist mehr so ein Flohmarktveranstalter, da sind auch viele Entrümpler, diese üblichen Bazarhändler und so weiter und so fort. Dennoch waren wir auf beiden echt fündig. So, und ich versuche jetzt gar nicht mehr so viel drumherum reden. Was haben wir denn Schönes gefunden? Ja, ich fange an mit etwas vielleicht nicht ganz so spektakulärem. Mein Bruder, ihr wisst es ja auch, sammelt ganz gerne lustige Taschenbücher von Disney. Und da haben wir dann ein bisschen geschaut. Und ja, da haben wir auch einen Händler wieder gefunden. Der hat sehr, sehr viele Disney-Bücher, auch viele Kiosk-Magazine, so etwas ältere, aber auch aktuelle Sachen und verkauft sie zum halben Preis. Und da hat mein Bruder dann geguckt und hat fast alle jetzt, die ihm fehlen, von den lustigen Taschenbüchern gefunden. Bis zum aktuellen sogar. Und das zum halben Preis. So, und ich zeige euch die einfach mal. Hier haben wir 564 im Mikroland. Dann haben wir hier 532 der Wünschomat. Das ist eins, was er sich jetzt doppelt gekauft hat, was daran liegt, dass das erste kaputt gegangen ist und er muss das austauschen. Genau. So, kriegen wir auch gleich da hinten in die Ecke. Dann geht es weiter mit, also es waren einige und die haben, wie gesagt, halber Preis gekostet. Das sind 4 Euro pro Stück, kann man sagen. Er hat noch eine Vergünstigung gekriegt, dazu komme ich gleich. Oder so ein Bonus sozusagen. 8 Euro kosten die normal, 7,99 und somit hat er eben halt 50% bezahlt. Und das sind teilweise wirklich absoluter neuwertiger Zustand. Die sind nie gelesen worden. Das sind, wie auch immer, diese Händler das kriegen. So, hier haben wir Donaldo, das ist 565. Dann haben wir hier 566, goldenes Jubiläum, ja auch richtig schön goldig. Und wir haben 567, viel Glück, auch so ein bisschen mit geprägtem Cover, richtig gut. Dann haben wir hier, wo ist der Sommer, 568. Und das ist jetzt das Aktuellste, was gerade im Handel ist. Das Neue kommt Ende Juli raus. Und hier haben wir jetzt 573 Traumreise. Und damit zeige ich euch jetzt sozusagen das Letzte der Reihe, das mein Bruder hat. Das heißt, wir haben alle 573 Bände zusammen. Wir sind wirklich jetzt mal vollständig mit der lustigen Taschenbuchreihe. Das ist Wahnsinn. Aber wir sammeln ja auch wirklich seit
absoluter Kindheit. Also seit den 80er Jahren haben mein Bruder und ich diese Comics gesammelt. In der ersten Auflage mit den halben Schwarz-Weiß-Seiten. Also es gab immer eine Farbseite, eine Schwarz-Weiß-Seite. Ich muss auch sagen, die ersten 1 bis 100 habe ich häufiger gelesen, denn die haben irgendwo mehr Inhalt. Nein, einfach mehr Tiefe, die Geschichten. Richtig coole Geschichten dabei. Also wenn ihr euch mal lustige Taschenbücher zum Lesen kaufen wollt, nimmt 1 bis 100 etwa in dem Rahmen, da sind die besten Geschichten mit drin. Die neuen sind gut, aber die erreichen nie die alten. Und in den alten gibt es Geschichten, auch von Mickey Mouse, die sind so genial, also die lese ich bis heute sehr gerne. Ja, also wie gesagt, die gab es für 4 Euro das Stück und dann gab es noch 2 Bonus, also mein Bruder hat insgesamt 32 Euro bezahlt, also das, weil er hat noch einmal dazu gekauft, auch zum halben Preis. Das aktuelle Star Wars Lego Star Wars Magazin, das kostet normalerweise 5,99 Euro. Er hat das für 3 bekommen mit dem Scout Trooper drin, auch richtig cool. Das ist immer schön, diese ganzen Sachen werden immer besser. Und noch dazu gab es, und das hat er bonusmäßig gekriegt, geschenkt, das Batman, Lego Batman Magazin mit dem Tumbler. Das kostet neu auch 4,99 Euro, somit hast 2,50 Euro Geschenke gekriegt, das war dann der Rabatt sogar noch dabei. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das vor kurzem an der Tankstelle gekauft, beim Tanken, und weil ich das so cool fand, das Batmobil oder den Batman Tumbler, habe ihn auch gebaut. Und ja, jetzt hat mein Bruder es umsonst gekriegt, ja. Ich hätte es für die Hälfte kaufen können. Habe ich aber nicht. Mein Fehler. Ja, egal, passiert. Aber auch, was soll's. Ist ein sehr schönes Heft. Vor allem muss ich sagen, hier richtig gut geworden, dieser kleine Tumbler, der ist ungefähr so groß. Richtig cool. Ja, dann gab es noch ein lustiges Taschenbuch oder ein Taschenbuch aus dieser Serie. Lustiges Taschenbuch Premium. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Nur Comics mit den Nagetieren sozusagen. Das sind teilweise auch Sammelsurien aus anderen Bänden, glaube ich, teilweise vielleicht sogar aus der Mickey Mouse. Ich gucke jetzt einfach mal rein, weil das ist, macht das auch aus teilweise, dass die da wieder gesammelt werden. Wo hier steht jetzt nicht wirklich was. Manchmal sind die aus den Mickey Mouse Heften oder so kombiniert. In dem Fall weiß ich es jetzt nicht genau. Aber Chip und Chap gibt es auch als Taschenbuch mit den Comics im Stile eben halt der Zeichentrickserie. Ja. Kann man so sehen. Ja, und dann geht es schon wieder ins Bereich Filme. Ich zeige euch die Filme. Wir haben auch ein bisschen Toys noch gefunden. Spiele, ein paar Bücher und richtig tolle Sachen. Wir kommen richtig cool. Ja, also wie gesagt, das gab es alles auf dem zweiten Flohmarkt, dem ich sprach ja vom Händler. Gut, dann waren wir auf dem ersten Flohmarkt, waren wir sehr, sehr früh. Also wir waren gegen 7 da, da wurde auch noch reichlich aufgebaut. Und wir haben 2 Runden gemacht, intensive Runden. Das war ein Teil, der schon eher aufgebaut war, Teil, der größer. Irgendwie waren diesmal nicht so viele Kinder, die aufgebaut haben. Deswegen ist es ein bisschen schade. Da war manchmal wirklich altes Spielzeug dabei. Teilweise hatten die Eltern da ihre Sachen dazugepackt. War diesmal nicht hundertprozentig der Fall. Aber beim Rumsuchen haben wir auch gesehen, eine ganze Menge Filme und DVDs lagen da rum. Und in 2, ja, wie soll ich sagen, diese großen Plastik-Einkaufsbags waren voll mit Serienboxen. Wir haben jetzt nicht alles mitgenommen. Und mein Bruder hat so 2, 3 geguckt und hat er noch nicht gesehen, dass die auf Blu-ray existieren. Und dachte, wollte ich mal für die Sammlung haben. Das haben so durchschnittlich 3-4 Euro das Stück gekostet. Also mein Bruder hat das so ein bisschen dann im Bundle was gekauft. Somit hat er nicht... Da hat er etwa 3 Euro pro Serienstaffelbox bezahlt. Liegen gelassen haben wir auf jeden Fall A-Team, da waren glaube ich 2 Staffeln dabei. Knight Rider waren 4 Staffeln, die lagen dann noch. Und was war da noch? Ja, der Prinz von BR, teilweise noch sealed, also noch nicht geöffnet. Haben wir jetzt nicht mitgenommen, ja, hätte man auch machen können, aber andererseits gucken wir die Serie nicht. Also wir haben sie mal geguckt natürlich, aber in den 80ern und also, wenn sie mal in der Wiederholung läuft, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Eine Serie, die mein Bruder gerne gesehen hat. Naja, und irgendwie dann gesagt, das gibt es nicht auf Blu-ray, warum nicht kaufen? Da hat er zugelangt. So, und wahrscheinlich zeige ich euch das jetzt ein bisschen durcheinander, aber ja, die habe ich hier. Und zwar habe ich hier einmal Xena, die Kriegerprinzessin, Staffel 5. Ist noch sealed, ihr seht noch sealed. Bisschen geknickt, weil es jetzt ja in der Tüte lag. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Dann habe ich hier Xena, Staffel 6.
10er in der limitierten Fassung, Staffel 3. Sind auch vollständig und alles in sehr gutem Zustand, wie ihr seht, sie jetzt sogar. Ja, dann geht es hier weiter. Es ist noch mehr 10er dabei, aber ich habe hier noch deswegen Herkules Staffel 6. Und ihr seht, es geht um die 10er und Herkules Staffeln. Ich lege die mal hier beide nebeneinander. Hier haben wir auch noch Sealed Herkules Staffel 5. Die mit Kevin Sorbo und Lucy Lawless, die Serien. So, hier habe ich jetzt 10er, die Prinzessin Staffel 1. So, Herkules Staffel 1. Hier ein bisschen beschädigt der Schuber, aber sonst alles super. Ja, leicht angeknickt, war halt auch in dieser Box lange gesammelt wahrscheinlich auch. So, dann habe ich hier weiter Herkules Staffel 4. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln es ganz genau gibt. Auf jeden Fall haben wir hier eine ganze Menge. Hier noch Staffel 2 von Herkules. So, und dann geht es noch weiter. Ich habe hier noch Herkules Staffel 3. Und hier habe ich jetzt, ihr könnt es so gut sehen, könnt ihr es nicht. Ups, mein Glasfassung geschossen. 2, 4, 6, also Staffel 1 bis 6 von Herkules. Und 10er habe ich leider nicht komplett von bis Staffel 6, sondern nur 5 Serienboxen. Staffel 2 habe ich hier noch. Es fehlt Staffel 4, hatte der Betreffende nicht, warum auch immer. Er hat sie wahrscheinlich gekauft. Man merkt ja auch, dass die letzteren nicht wirklich geguckt wurden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das heißt, hier ist 6 und ich glaube 5 ist noch sealed. Ja, 5 ist noch sealed, das heißt, wahrscheinlich hat er 4 gar nicht gehabt und hatte gewartet, dass er sie nochmal günstig findet oder wie auch immer. Und dadurch hat er nie weitergeguckt. Ja, dann haben wir eben halt noch 2 Staffeln mitgenommen von einer anderen Serie, die auch recht in Deutschland erfolgreich lief eigentlich. Auch wann ist die ungefähr? Ist hier ein Datum bei? Hier ist jetzt erschienen, ist die Box 2011, aber die Serie ist auch so 90er, sage ich mal. Ähnliche Zeit wie jetzt 10er und Herkules. Und zwar habe ich hier die Serie Viper. Gab es ebenfalls, wie gesagt, für den Kurs. Ich glaube, er hat jetzt hier zusammen 10 Euro bezahlt. Wird noch nachträglich geholt, aber gut, 5er das Stück dann. Staffel 1. Und hier auch noch Sealed Staffel 2 von Viper. Ja, ist ja auch so eine Serie mit im Endeffekt. Ja, nicht wie Knight Rider, aber auch mit um ein besonderes Auto. Warum nicht? Ist auch richtig cool. Also, und ja, gibt es glaube ich auch nicht auf Blu-ray und ist etwas seltener zu finden. Für den Preis macht man auch nicht so viel verkehrt. Also, das ist schon ganz schön. Ja, und dann haben wir weiterhin noch ein paar Filme gefunden. Bevor ich jetzt zu anderen Sachen komme, zeige ich euch weiter die Filme. Und zwar einmal. Die Filme haben wir jetzt ja so 1 bis 2 Euro bezahlt, also durchschnittlich immer 1 bis 2 Euro. Alles auf Blu-ray, was ist zum Upgraden, den haben wir jetzt noch nicht gehabt, gab es für 1 Euro, weil auch die Hülle kaputt ist, die wird nochmal ausgetauscht, ich habe noch Ersatzhüllen. Happy Gilmore mit Adam Sandler, einer seiner ersten Filme, durch die er sozusagen auch dann bekannt wurde. Ein Film, den ich nicht kenne, mein Bruder hat ihn irgendwo mal was von gelesen, wollte ihn dann auch sehen. Ist ein Pappschuber und darunter ist der Film Sealed. Und zwar Dance to Death, ein Science-Fiction-Film aus Russland. Keine Ahnung, ich kann da nichts sagen. Aber auf jeden Fall ein schönes Cover. Das hat ein bisschen an Jupiter Ascending, aber keine Ahnung, worum es geht. Also da weiß ich überhaupt nichts. Dann, da haben wir 3 Euro habe ich bezahlt, also in 1,50. Wie gesagt, sage ich ja, zwischen 1 und 3, 2 Euro haben wir pro Blu-ray bezahlt. Hier im Steelbook, die Blu-ray, ne? Ist doch auch die Blu-ray. Ja, ist die Blu-ray von Ryan Reynolds und Denzel Washington. Safe House. Und ein Klassiker, den ich ja zur Upgradung benutze sozusagen, weil ich habe ihn bisher nur auf DVD. Tatsächlich Liebe mit Hugh Grant, Martin Freeman, der nicht mal auf dem Cover ist, habe ich festgestellt. Bill Nighy, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Heike Makatsch sogar, Keira Knightley, Rowan Atkinson, also ein absoluter Top-Film. Ja, auch eine sehr beliebte weihnachtsromantische Komödie, also kann man auch nichts verkehrt machen, wenn man sich den anguckt irgendwo. Macht irgendwie Spaß. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere Filme, die wir gefunden haben. Wie gesagt, alles zwischen 1 und 2 Euro. Dann Cinderella, die Realverfilmung
gab es, glaube ich, für 1 Euro. The Mechanic, schon mit Jason Statham. Ich habe immer nur den zweiten Teil in der Regal. Mein Bruder fand den ersten zwar nicht gut, aber so dolle. Er ist auch nur okay. Aber dann haben wir gesagt, komm, wir haben den ersten in der Sammlung, sollten wir uns auch den zweiten zulegen. Also, warum nicht? Ja. Und dann haben wir noch zugelegt uns Red Tails. Der ist von den Machern von Star Wars und Indiana Jones, wie es hier steht. Auch ILM hat eben halt die Tricks gemacht, soll richtig gut sein. Auch nicht so oft zu finden. Und ein Klassiker, und zwar hier Lautlos im Weltraum, Silent Running. Der ist aus den 70er Jahren, ein Science-Fiction-Film, soll richtig gut sein. Ja, sieht man selten die, und falls der doch nicht so gut ist, wird der sicherlich gehen. Auf jeden Fall ist das so ein Film, den man nicht so häufig findet. Ja, was findet man nicht so, auch nicht so häufig? Das ist der andere Kram, den wir hier jetzt haben. So, ich nehme mal ein paar Sachen jetzt weg, weil die Toys will ich euch zuletzt zeigen. Weiß ich sogar noch was runter, zum Glück nicht kaputt gegangen. Weil ich wollte euch das Buch erstmal zeigen. Für 2 Euro hat mein Bruder mitgenommen. Die Abenteuer des Apollo, das verborgene Orakel, ist im Hardcover. Ist eine Ablegerserie von der Percy Jackson-Reihe. Da, ja, griechischen Mythologie, Fantasy-Saga, ähnlich wie Harry Potter, nur mit den, nicht mit der normalen Magie, sondern eben halt mit den Kräften der griechischen Götter. Naja, jedenfalls, mein Bruder liest die Reihe, und das hat er, die Ablegersreihe hat er noch nicht alle. Ja, wie gesagt, für 2 Euro kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Und dann haben wir noch für 5 Euro ein Comic gefunden, oder das hat mein Bruder auch gefunden, das ist seine Serie. Ich lese die nicht, ist noch sealed, und zwar ein Comic aus der Reihe World of Warcraft Armageddon. Wie gesagt, sealed, gab es für 5 Euro. Ich habe mir für 3 Euro, das ist zwar noch in Originalhülle, aber nicht mehr sealed. Ich zeige euch nicht auch den ganzen Inhalt. Ich muss hier sogar was zuhalten. Hier unten geht das noch einigermaßen. Und zwar eine Animania-Ausgabe. Und zwar ist es die Animania-Ausgabe für Erwachsene. Hier werden wirklich Adult-Mangas besprochen. Die ist im Frühjahr 2000 erschienen mit der CD-ROM dabei. Da ist so eine Adult-Enzyklopädie aller damaligen, ja, Erotik, Mangas, Hentai-Filme gewesen. Und auch, glaube ich, sogar ein Hentai-Game. Gab es für 3 Euro. Irgendwie, ja, ich hatte sie mal, beziehungsweise mein Bruder, das ist aber auch schon ziemlich kaputt, kann ich das sagen? Nein, weiß ich nicht. Sie ist auf jeden Fall irgendwie verschwunden oder verkauft worden. Und weil man es so selten sieht, habe ich mir gedacht, nehme ich für meine Sammlung auf. Warum nicht? So, damit nichts passiert. Hier unter. So, und jetzt, nachdem wir ja schon das Schlüpfrige hatten und das Schlüpfrige zum Beispiel auch runtergefallen ist, gehe ich gleich zu den Toys über. Für 2 Euro lag auf dem Tisch ein Mini Ghostbusters Protonenpack. Es ist jetzt noch komplett ziert. Wenn wir das auspacken, dann mache ich hier auch nochmal gleich ein Foto einblenden. Wie gesagt, das ist nur gereinigt erstmal. Wir haben noch nicht Zeit gehabt, es auszupacken. Deswegen, da blende ich das ein. Hier hinten seht ihr auch schon mal ein kleines Bild. Also, wie gesagt, als Dekoration wird das sicherlich sehr, sehr schön werden und passen. Kann man auch echt nichts gegen sagen. Ja, dann gab es, das gab es auf, also die Sachen hier, das Anime gab es auf dem zweiten Flohmarkt. Ich sag mal, den gewerbsmäßigen Flohmarkt, das andere gab es im Stadtteil-Flohmarkt, haben wir das World of Warcraft gefunden, das war aber auch ein Händler, es war schon so ein Comic-Händler, kann man sagen. Das war beim Privatmann bei dem zweiten Flohmarkt. So, beim ersten Flohmarkt, also bei dem Stadtteil-Flohmarkt, haben wir auch noch bei einem gefunden, dieses Lego-Set, ich glaube 4 oder 5 Euro hat mein Bruder bezahlt, gibt es auch mittlerweile nicht mehr, so ein Microfighter, ist komplett noch sealed. Das macht sich auch ganz gut. Ja, und das kann man wirklich sagen, ja, die Lego-Teile, die sehen immer schöner aus. Also, ja gut, die Lego-Magazine aber auch. Also ihr wisst es ja, Lego mögen mein Bruder nicht. Ja, und jetzt
kam immer zu Toys. Ich gucke ja immer ganz gern die Grabbelkisten, auch von den kleinen Modellautos durch und hoffe immer was wieder, einen Transformer zu finden aus den 80ern, der als Fahrzeug verwandelt ist. Und siehe da, in dem Sinne war es auch der Fall. In der einen Grabbelkiste waren viele alte Gorgi-Toys und Matchbox, ziemlich ramponiert. Da habe ich dann, der ist jetzt auch nicht vollständig, aber heil, diesen G2-Transformer gefunden. Den gab es für 1,50 Euro. Da fehlt hier, wo das Loch ist, die Waffe, die sieht aus wie so ein silberner Motor. Ist nicht schlimm, aber überhaupt den zu finden oder so sowas zu finden, ich weiß nicht, dann lasse ich sowas nicht liegen. Dafür sind die Dinger oder die Transformer zu selten zu finden. Und ähnlich ging es mir auch bei einem anderen Transformer in dem Sinne, den ich gefunden habe. Das ist aber kein Transformer. Ich dachte erst, das ist ein GoBot. Ist es aber auch nicht gewesen. GoBots ist auch so eine Konkurrenzreihe von den Transformern. Und zwar habe ich den Transformer hier gefunden und ich habe festgestellt, der ist von der Firma Remco im Jahre 1984 auch erschienen. Also der hat schon richtig viel auf dem Buckel. Ihr seht, ein Rad ist ab. Das habe ich aber hier. Das Rad ist da. Da ist nur diese Niete aus dem Rad rausgebrochen. Das heißt, irgendwie muss ich mir eine neue Schraube sozusagen besorgen, damit ich das ranbauen kann. Und das, diese Remco Transformer, ich habe genau nachgeforscht, die sind teilweise ziemlich kopiert worden, den GoBots. Also das hätte ich nicht gedacht. Sind auch ganz einfach, wie sie sich verwandeln. Dass das jetzt kein GoBot war, das habe ich persönlich auch gemerkt, weil die GoBots einfach eine andere Qualität besitzen. Das ist hier jetzt auch nicht anders der Fall. Ja, ich gucke gerade, dass ich die verwandeln kann. Achso, das gehört so, ist schon fast so vorne rein. Und ihr seht dann so ein schöner Buggy oder so oder Pickup Truck, richtig cool. Oder vielleicht auch ein LKW, hier es könnte auch so ein Radlader sein, wie auch immer. Wie gesagt, von 1984, den gab es in verschiedenen Farben. Ich habe ihn beim Googlen ganz kurz dann auch gesehen, dass es den in Schwarz gab und in Rot. Naja, und wie gesagt, dann habe ich festgestellt, dass die sehr oft den Kopien vom GoBot gemacht haben, dass sie kopierte Versionen verkauft haben. Das war damals ja noch üblich. Aber es ist die Konkurrenz damals auch gewesen zu Transformers, denn 1984 begann diese Welle. Und da haben viele dann mit auf dem ganzen sind auf den Zug aufgesprungen, so kann man sagen, ja. Wie gesagt, auch und dafür habe ich 50 Pfennig bezahlt, 50 Cent. Und in seiner Grabbelkiste, er dachte, er hat noch einen zweiten, hat er aber nicht, habe ich noch diesen Connectable gefunden. Das sind nur leider zwei Teile. Connectables waren sozusagen, konntest sozusagen ein bisschen was verbinden, so mit Jet und Autos verlängern und so weiter. Es gab noch Mittelteile, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nur dieser Rennwagen, der kurze, gab es auch für 50 Cent. Somit habe ich 1 Euro für das beides bezahlt. Und das für so richtig klassische Toys ist das schon was Besonderes. Ja, der Fund des Tages, der kommt noch. Der kommt wirklich noch. Und da werdet ihr echt, ich muss jetzt vorsichtig sein. Den Fund des Tages habe ich hier. Dann will ich auch nicht so viel. Da will ich noch gleich schön erzählen. Zu Mensch. Ich bin schon ganz außer Atem. Ich sollte noch mal was trinken, bevor ich jetzt hier wieder ins nächste Plauderstündchen komme. Denn jetzt kommen die Games. Ich habe jetzt hier wirklich nur noch Games. Und dann könnt ihr euch auch schon denken, wo das Highlight sich diesmal befindet. Und zwar, ja, befindet sich unter den Games. Da haben wir einen echt coolen Deal gemacht. Ich muss sagen, es waren nicht so viele Games diesmal zu finden. Ja, das stimmt nicht ganz. Das waren schon zu sehr viele. Viele waren sehr teuer. Vieles hatten wir auch. Was sollen wir dann nochmal kaufen? Ich habe manchmal überlegt, mir nochmal als Resident Evil Fan und Evil Within Fan, manchmal bin ich ja so, dass ich persönlich mir doch mal andere Versionen dazu zulege. Da waren aber einige Sachen. Ich hatte zum Beispiel einen Stand der Xbox One, Resident Evil Revelation 2 und so. Ich wollte aber jeden Zehner haben und nur für meine Sammlung ist mir das dann zu viel. Da muss es schon ein bisschen weniger sein. Ansonsten hätte ich es mir auch mitgenommen. Aber wie gesagt, wir sind durchgegangen, dann so geguckt. Wir haben von Games bis auf den Deal, der Schluss,
Teil, was ich euch ja gleich als Highlight zeigen möchte, das haben wir auf dem ersten Flohmarkt gemacht, aber dazu komme ich dann noch. Auf dem zweiten, dem ja, gewerbsmäßigen Flohmarkt, da haben wir einige Spiele gefunden, wobei nur zwei bei einem der sogenannten Gamehändler waren, aber das war eigentlich auch recht günstig. Da hat mein Bruder zwei PlayStation 4 Spiele gefunden. So, ich will das jetzt hier noch nicht so sehr verraten. So, da haben wir gefunden zwei PlayStation 4 Spiele, wie ich sagte. Das eine ist das ein Upgrade, kann man so sagen. Von dem einen, und zwar von Alien Isolation, die Ripley Edition. Ja, den Klassiker, den hatte ich noch nicht in dieser Form. Ich habe damals drüber geschrieben, als ich für die Nautilus geschrieben habe und unter anderem auch für Short Review. Somit hat mir damals Sega bzw. 20th Century Fox oder wer war das jetzt noch der Vertrieb? Egal. Die haben mir auf jeden Fall eine Promo-Disc damals zur Verfügung gestellt. Somit habe ich nur eine Promo in meiner Sammlung und dann hat mein Bruder und ich gedacht, komm, wir wollen es auch noch mal richtig physisch haben. Dann haben wir jedenfalls das alles jetzt noch mal so uns in die Sammlung getan. Da ist sogar noch ein kleiner Zettel drin. In der Zahl habe ich gerade gesehen. So, da hat mein Bruder jeweils 10 bezahlt. Ich fand es für einen okay Kurs. Ich war kurz ein Stück weiter gegangen. Und einmal Dead Rising 4, ne? Ist das ja? Genau, Franks Komplettpaket. Das heißt, da sind alle DLCs drin. Dead Rising ist ja eine Capcom-Slasher-Serie gegen Zombies. Also hat nichts mit Resident Evil zu tun. Aber recht cool, teilweise auch sehr humorvoll gemacht. Ja, und die gibt es hier für einen Zehner, so sind in der Sammlung. Da hatten wir bisher, glaube ich, nur eine einfache Version. Mein Bruder wollte alle DLCs dabei haben. Die sind hier auf der Disc mit enthalten. Ja, ansonsten war das Games suchen oder so auf dem zweiten Flohmarkt echt anstrengend, weil wir hatten zwei, also wir sind so gelaufen wie zwei Game-Händler, die sozusagen günstige Schnapper suchen, immer neben uns. Und das ist echt anstrengend. Also wenn man diese immer dann neben sich hat. Und dann fühlt man sich echt eingeengt und weiß nicht, was man sagen soll und so weiter. Also, weil die greifen die auch immer rein und dazwischen und bringen den Händler durcheinander. Und bei der eine hatte dann weitergegangen, der hatte dann oder zurückgegangen, weil der hatte seine Filme da gefunden. Bei dem Einstand übrigens hat er auch, der eine Händler dann hat eine Xbox One Spiele verkauft, die hat er für 10 Stück 20 Euro bezahlt. Also ich habe es nur gestaunt, dann also dem Stapel Xbox-Spiele waren jetzt keine besonderen, war auch FIFA dazwischen, aber 2 Euro ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn man weiß, was die Xbox One-Spiele immer noch teilweise kosten. Also dann muss ich sagen, hat er echt Schnapper gemacht. Oder er hat sie gut runtergehandelt, denn das habe ich auch gemerkt, wie der eine Händler runtergehandelt hat. Und überhaupt diese Geschichte, daneben zu stehen, wenn Händler aufkaufen. Es ist manchmal echt eine beängstigende Erfahrung. Man bekommt es manchmal umgekehrt mit, wenn man selbst verkauft vielleicht, aber das ist noch eine andere Art. Also ich habe echt das bei dem, wo wir jetzt ein paar Games gekauft haben, da war einer, der hatte auch immer einen Stand, der verkauft auch seine Spiele, der achte darauf, dass sie gut aussehen, aber er ist manchmal echt überteuert und entsprechend kauft er natürlich auch günstig ein. Und er hatte da eine Menge gefunden und wir haben ja auch, da gab es PlayStation 2, PlayStation 1, nur ganz, ganz wenig. Also da haben wir auch eins mitgenommen, zeige ich euch gleich. Und PlayStation 3, PlayStation 4, er hatte ein Super Nintendo da stehen und der Händler, der hat sich dann, und auch Gameboy-Module, hat sich dann Sachen rausgesucht. Und der Verkäufer, es war einer, der seine Sammlung wohl ausverkauft hat, der hatte faire Preise. War nicht überteuert, aber wusste schon, was sie wert sind. Naja, und er hat sich dann rausgepickt, dann Mario und da die Super Nintendo Konsole, ein Sealed Fortnite, was ja, glaube ich, immer noch sehr teuer gehandelt wird, glaube ich, sogar als Sealed PlayStation 4 PlayStation 4, ja, also sowas in der Art, ne? Kiss, ne? Also in dem Sinne Edition, und da hatte der das eben halt zusammensortiert und
Dann ist er zu dem hingegangen, ja, was willst du mir dafür geben? Und dann rechnet er durch und so weiter. Ja, ich möchte über 100, so und so 140 Euro haben für das Ganze, was du da hast. Und dann, oh, das ist ein bisschen viel, was hast du denn dafür gemacht? Ja, ich wollte 50 für das Super Nintendo haben, was auch im sehr guten Zustand war. Es war auch nur das AV-Kabel dabei. Komm, Junge, sprich dich aus. Und das war ihm dann ein bisschen zu teuer. Oh, Mensch, mehr als 20 will ich da gar nicht zahlen und so weiter. Und dann die Games und so weiter, was wolltest du dafür haben? Der nimmt alles einzeln auseinander. Also das 20, das 10 und 18 und so für die Gameboy-Module und so weiter. Und dann, Mensch, und ich glaube 142 war der Betrag, der die Summe pur war. Und er wollte, glaube ich, 130 dafür dann anbieten. So, und der Händler dann kam dann weiter, ja, 20 hier, und er brachte die Zahlen auch durcheinander. Er wollte noch mal, was wolltest du nochmal dafür haben? Und diese Perplexheit hat er ausgenutzt. Also wirklich, dass er diesen Stapel, den er in Games hatte, dann immer wieder, ja, da war 15, 20. Er hat es auch ein bisschen falsch dann gesagt, sodass du natürlich auch durcheinander kommst. Und da habe ich erst gemerkt, wie die vorgehen. Also die bringen dich komplett durcheinander. Und das Wichtige, was ich mir da auch gesagt habe, wenn ich selbst mal verkaufe, immer wieder neu ausrechnen. Nicht durcheinander bringen lassen danach, durchatmen und neu machen. Ich weiß nicht, wir sind dann weitergegangen, was er im Endeffekt dann für diese Sachen alle bezahlt hat, weil er eigentlich, der andere ja auch eigentlich den Überblick hat. Aber wenn du so durcheinander gebracht wirst, dann bist du auch verwirrt mit dem Ganzen. Und ja, es war ein komisches Gefühl. Und vor allen Dingen, er griff uns auch immer rein, nachdem mein Bruder so guckte, was ihn interessiert. Und hat zwei, drei Sachen dann auch gefunden, oder haben wir ja gefunden. Und da wollte er natürlich, hat auch dann reingegrätscht. Also so ein bisschen, ne? Also, das war ein bisschen nervig. Wir haben es abgewartet. Naja, egal. Also wie gesagt, das Verhalten, das war schon sehr spannend überhaupt. Also das zu beobachten. Und das ist auch schon manchmal, es fühlt sich komisch an, wenn man gerade als Selbstsammler geht, man möchte natürlich auch Schnapper haben, man handelt ja auch entsprechend, aber ja, es fühlte sich manchmal dann doch ein bisschen komisch an, im Nachhinein. Gut, aber ihr wollt weitersehen, was habe ich noch, haben wir überhaupt bei diesem Händler da mitgenommen, bevor wir den anderen mit seinem Händlergespräch gelassen haben? Wir haben für die PlayStation 2 ein Spiel mitgenommen, was wir auch nur als Promo hatten, was ich auch früher mal als Promo bekommen hatte, weil ich darüber geschrieben habe. Und irgendwie gucken wir jetzt nach aus unserer Sammlung, wo haben wir noch keine Retail-Fassung, weil meistens ist die Promo rein die CD, vielleicht ein Cover, aber das war es, kein Handbuch, nichts. Und deswegen wollten wir es nochmal in Urform haben. Für 4 Euro haben wir deswegen mitgenommen. Passend auch, dass nächste Woche Mission oder das jetzt in der Woche Mission Impossible läuft. Mission Impossible 7, Dead Reckoning, haben wir Mission Impossible, MI, Operation Zuma. Das soll ein bisschen Splinter Cell-artiges Adventure sein. Style hier auch komplett, auch in sehr schönem Zustand. Dafür wollte er 4 haben. Wir haben weniger bezahlt eigentlich im Endeffekt. Mein Bruder hat einen fairen Preis auch bezahlt mit dem Ganzen. So, also wie gesagt, das gab es für 4 Euro. Dann sollte für 8 Euro, hat er mitgenommen, das hat mein Bruder so noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was es im Endeffekt wert ist, aber tat was weniger. Die Hülle ist nur kaputt. Ansonsten ist alles dabei. Handbuch, CD ist auch in sehr schönem Zustand. Shaolin, könnt ihr sehen hier. Nochmal hier das Cover. Shaolin sollte 8 Euro kosten. Wie gesagt, wir haben die Preise dann nicht bezahlt. Wir haben weniger. Er hat uns natürlich einen Rabatt gegeben. Und dann hat mein Bruder mal bei 3 Gameboy-Modulen, ja, so richtig schöne Gameboy-Module zugelangt. Und zwar auch Titel, die er nicht so oft hat. Die haben zwischen 10, ich weiß nicht mal, entschuldigt. Da spielt man mit Modulen rum. War nicht Absicht, ich hoffe, es funktioniert noch. Aber kann ich ja gleich testen. So, also wie gesagt, da haben wir 3 Module gefunden, die mein Bruder noch nicht so hatte. Und zwischen 10 und 15 Euro, glaube ich, wollte er pro Stück haben. Und wir haben uns ausgesucht, einmal Mario und Yoshi. Dann Bart vs. the Juggernauts. Auch etwas, was man recht selten sieht. Hier ist noch ein Name hinten drauf geschrieben. Und den sieht man echt nicht häufig, BC Kid. Ja, richtig cooler. Glaube ich, dann ein bisschen Jump'n'Run. Ja, Bonk, glaube ich, der hieß auch Bonk teilweise, die Figur, weil es so mit seinem so Neandertaler Kind,
Kind, was so im Kopf nach vorne schlägt. Also es ist ein Spiel, was auch auf anderen Konsolen oder Geräten zu sehen oder zu bekommen war. Ja, wie gesagt, das haben wir bei dem gefunden. Und dann sind wir da noch weitergelaufen auf dem Flohmarkt. Und dann habe ich noch in der einen Grabbelkiste ein Spiel gefunden, wo ich auch nur eine Promo hatte, weil ich auch drüber geschrieben habe. Wo wir gesagt haben, da müssen wir nochmal die richtige Edition haben, weil auch hier dann auch ein Handbuch, nee, Handbuch ist nicht mehr dabei. Nicht mehr dabei? Gab es da ein Handbuch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Batman Arkham Origin. Gerade dieser, den Origin-Teil, der fehlte uns. Ein Teil, der uns ja fehlte, ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Handbuch dabei war, wie gesagt, haben wir selten gesehen, der Origin-Teil. Meistens findet man Arkham City oder Arkham Knight auch immer im Endeffekt oder Arkham Asylum, aber Origin seltener. Gibt auch eine Steelbook-Version, aber gut. Gab es für 3 Euro. Ich glaube, 2 Euro haben wir bezahlt im Endeffekt dafür. Weil 3 Euro war angeschlagen, 2 Euro haben wir rausgehandelt. Da kann man dann auch nichts verkehrt machen für die Sammlung. Und bevor ich gleich zu dem Highlight komme, das haben wir auf dem Flohmarkt noch vor allem. Hat viele auch verkauft, auch eine eigene Sammlung aufgelöst, hatte eine Menge PlayStation 1 Spiele, war aber viel 0815 Kram dabei. Also da muss man wirklich sagen, da waren Rallye-Spiele und ja, also viele Sachen, wo ich sage, das ist nichts Besonderes, aber ein Spiel stach raus, das lag sogar ganz oben drauf und das ist in einem richtig tollen Zustand. Ich glaube, wir hatten nur eine Platinum-Fassung davon, deswegen haben wir gesagt, habe ich gedacht, nehme ich es mit. Ich wollte es auch wenn nicht, ich fand den vorwiegenden Zustand, das hat mich so gereizt, das wollte ich auch haben. Und zwar Dune 2000 von dem Macher von Command & Conquer. Der Zustand ist top, die Hülle ist wunderbar am Schuss. Auch hier Handbuch absolut neuwertig, CD top. Und er hat da 15 Euro für haben wollen. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, was hätte ich denn jetzt gemacht? Wie geht man denn ran? 15 Euro ist das erste angeschlagene Gebot vom Händler oder von dem Privatverkäufer. Und dann denkst du, was sagst du? Regulär hätte ich wahrscheinlich aus fairer Gründen oder Fairnessgründen hätte ich gesagt, komm, machst du auch 12. Und dann heißt es meistens, also ich bin dann immer so bei 25% maximal runter. Das ist so mein Maximum. Also deswegen hatte ich 12 Euro gesagt. Das wären, wie gesagt, 3. Da hätte ich 11 Euro eigentlich sagen müssen, glaube ich. Na, bei 5, egal. Ich habe also 3 Euro weniger sozusagen, wäre mein Preis. Und ich hätte gesagt 12 Euro, wenn ich jetzt so normal gefragt hätte. Und dann hätte man sich normalerweise sagen, entweder sagen die ja oder die sagen 13 Euro oder 14 Euro doch. Also so kommt man sie ein bisschen her. Ich habe aber anders gemacht diesmal. Ich sagte einfach mal so, frag mal was anderes. Er sagte eben halt, wie gesagt, 15. Ich so, kannst du daran noch was machen? Ja, gib mir einen Zehner. Ja, für einen Zehner gab es dieses tolle Dune 2000. Ich weiß auch gar nicht, was das so aktuell bei eBay gehandelt wird, muss ich ehrlich sagen. Aber für einen Zehner nehme ich das gerne mit. Das macht sich wunderbar in der Sammlung. Ja, also da haben wir schon einige tolle Highlights gefunden. So, und jetzt kommt das Highlight überhaupt, was wir gefunden haben auf dem allerersten Flohmarkt. Wir haben da unsere zweite Runde begonnen. Inzwischen haben dann die Händler oder die Leute ein bisschen mehr aufgebaut, denn wir haben uns gedacht, heute, normal sind wir immer so 7:30 da, weil 8 Uhr beginnen und 7:30 ist ideal, weil die ab 7 erst anfangen aufzubauen. War leider auch diesmal der Fall. Ich dachte, weil das Wetter so schön ist, fangen die sehr früh an wegen der knallenden Hitze. War jetzt nicht wirklich der Fall. Also haben wir beim ersten Durchgang auch sehr viele, ja, noch leere Tische vorgefunden. Und die Leute haben erst hingetragen und da kamst du gar nicht ran. Du hast zwar ein bisschen geguckt und so, aber da war noch nicht viel. So, da muss man einen Schluck trinken, sonst verschlucke ich mich gleich. Naja. Und dann kam eben halt die zweite Runde und dann guckte ich da bei dem einen Stand. Wir gingen da gerade vorbei und ich sehe da eine Gameboy-Hülle. Und zwar sah ich, das ist jetzt hier noch auseinandergenommen, ich habe es hier alles einzeln, deswegen, ich habe es noch nicht zusammengebaut wieder. Diese Gameboy-Hülle lag da. Ja, das ist das Tetris. Das Tetris-Spiel ist schon etwas seltener. Es kommt auch komplett, ich kann es euch trotzdem schon mal vorab zeigen. Es kommt hier mit Inlay. Es ist auch Original Inlay. Das Spiel ist funktioniert.
der Sicherheitshinweis, zur Beachtung, der Epilepsieanfallzettel, und dabei war auch im Top-Zustand der Flyer, der ist noch dabei gewesen, und auch das Handbuch, hier ein bisschen umgeknickt, aber sonst top, das kann man ja auch wieder gerade biegen sozusagen, dann ist es top, kommt eine kleine Hülle rum, freut uns. Wie gesagt, das lag da, ich habe es auch genommen. Das Spiel war jetzt in dem Moment nicht drin. Ich habe das auch gleich gesehen, dass das Spiel fehlte. Und dann schaute ich neben mir und da war ein Einkäufer, ein Game-Einkäufer. Der hat da an einem Gameboy, den gab es nämlich auch, diesen Gameboy, da hat er rumgespielt. Man stellt sich das vor, ich mache es jetzt mal ein Bild. So, nehmen wir den hier, das Spiel. Der hatte das an. Na, Geräusch macht das. Ich sehe gerade, die Batterieleuchte leuchtet nicht mehr. Na, hier zeigt es. Ich höre ein Ding, aber ich sehe kein Bild. Interessant. So, ich muss kurz was einschieben. Der Gameboy funktioniert natürlich tadellos, wie ihr genau sehen könnt. Naja gut, okay, vielleicht nicht ganz so in der Spiegelung. Aber ich hatte aus Versehen die Helligkeit nicht völlig runtergedreht oder ich überhaupt nicht runtergedreht. Somit konnte man natürlich nur einen dunklen Bildschirm sehen. Aber er funktioniert einwandfrei, wie ihr seht, alles top. Die Batterien sind etwas schwach, deswegen ist das Batterielicht nicht zu sehen. Aber ansonsten top. Ich kann nicht sagen woran, aber ich habe hier nur ein Bild, gerade momentan nichts. Keine Ahnung, das wird noch geprüft. Interessanterweise konnte er spielen da dran. Hat da Tetris gespielt. Und das lief auch. Wie gesagt, der lag da auch. Den hat er in der Hand gehabt. Und das Besondere ist auch, der hat auch die Klappe. Aber selbst wenn, der wird gecheckt. Und dann funktioniert auch hoffentlich wieder. Komisch. Batterie leuchtet nicht. Na egal. Das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, den hatte der in der Hand. Hat da rumgespielt, Tetris, und hat da wirklich gespielt. Und die beiden Verkäufer, das waren ältere Damen, die waren schon echt nervös. Naja, ich hatte das jetzt vorsichtshalber in die Hand genommen und dann fragte ich so, was wollte man eigentlich dafür haben? Na, und dann sagte sie mir, ja, der interessiert sich dafür, der prüft gerade seit einer Viertelstunde. Der stand da jetzt schon eine Viertelstunde und prüfte dem ein Game. Es waren zwei Games da, denn nachdem er dieses Game dann geprüft hatte, prüfte er auch noch, und das lag auch in Verpackung, es ist jetzt aber auch einzeln noch hier, muss noch viel zusammengebaut werden, Casino Fun Pack, ist jetzt kein besonderer Titel, aber ist in sehr schönen Zustand auch. Da ist auch alles dabei, hier habe ich Inlay und Modul, dann auch die Epilepsiewarnung ist dabei und das Handbuch, auch sehr schöner Zustand. Und ach so, hier diese Club Nintendo Karte, die gehört noch zum Tetris, also das muss ich da nochmal zupacken. Also absolut vollständig, ist auch richtig toll und findet man sich auch selten, weil das kam erst nach raus, als sie die Bundles geändert haben. Denn im ersten Bundle war ja Tetris drin und im zweiten, glaube ich, kam Mario und dann wollte man natürlich auch den Leuten die Möglichkeit geben, Tetris zu kaufen und dann kam das raus. Deswegen ist das auch nicht in so einer großen Auflage als Box draußen. Aber wie gesagt, kurze Rede, langer Sinn. Die älteren Damen wurden sichtlich nervös bei dem Herrn. Sie sagte mir dann auch schon, der ist, wie gesagt, spielt eine Viertelstunde schon damit rum. Er hatte wohl nur den erstmal eine Viertelstunde angeguckt, dann hat er mit Tetris gespielt da, hat inzwischen zwei Anrufe schon betätigt, hat wohl auf den Rückruf geantwortet, ob der Betreffende entsprechend das haben will. Wie gesagt, als ich gefragt habe, 20 Euro, ich fand das klang fair, absolut fair, ja, 20 Euro. Eben halt auch für das Spiel, weil das geht selbst mit hier vorne dem leichten Abriss, hier oben ein Abriss, aber sonst ist das ein sehr, sehr schöner Zustand, auch wenn der Karstadtaufkleber da unten ist, das in der Box zu finden. Also ich habe bei eBay zwischen 150 und 180 Euro. Also selbst 50 Euro ist das ein günstiger Kurs, wenn man das Spiel einzeln nimmt. Also sagen wir mal findet. Somit ist 20 Euro für das Spiel absolut cool. So, jetzt hatte der ja noch den Gameboy in der Hand und es gab auch ein anderes Game. So,
der, wie gesagt, spielt daran rum. Und dann kam noch ein Anruf, ein dritter Anruf, dann ging er noch 2 Meter vom Stand weg. Man muss diesmal sagen, dass dort die Reihen etwas breiter waren, also knapp 4 Meter waren, so, war so 3 Meter. Er ging so 1,5 Meter weg, also 3 Meter knapp war bis zum gegenüberliegenden Stand. Das war etwas breiter da, das befand sich auf dem Parkplatz, das Ganze. Und der wurde, nachdem er renoviert wurde, sind die Reihen irgendwie breiter geworden, also wie auch immer. Ja. Stand da, dann stellte sich weg, hielt den Gameboy aber noch in der Hand. Das fanden die gar nicht gut. Das heißt, eine der älteren Damen stellte sich auch daneben. Das fand ich übrigens sehr mutig. Das macht auch nicht jeder. Naja, und dann guckte sie mich an und sagte, ja, für 20 Euro würde ich es nehmen. So, in dem Moment, dann sagt sie mir, 20 übrigens für alles. Der Gameboy, der jetzt eben gerade nicht mehr funktionierte, jetzt in dem Versuch, aber also funktionierte. Und die beiden Spiele, das ist ein absoluter Schnapper. 20 Euro? Ich weiß nicht, was der da überlegt hat. Aber ich wollte natürlich auch fair sein. Nur dann kam diese Sache, die fühlten sich echt unsicher. Und die warteten seit einer Viertelstunde, sagte man, wiederholte sie auch, ich warte jetzt hier seit einer Viertelstunde, dass er sich entscheidet. So, und sie sagte ihm dann auch, der Herr würde das, ich sagte dann für 20 Euro würde ich es nehmen. Ich habe da in dem Moment, als ich es gesagt habe, sogar noch nur gedacht, das geht um das Spiel. Für 20 Euro würde ich es nehmen. Hätte ich auch gemacht. Das, wie oft findet man einen Box Tetris? Fast gar nicht. Somit 20 Euro war für mich fair. Ja. Und er kam und dann wurde er unsicher, ging weiter weg. Sie hatte das Gefühl, der Wolf weg. Und ich merkte, wie unsicher sie ist. Ich sagte, ich weiß nicht, also ich nehme es. Ne, weiß nicht, was mit ihm los ist. Sagen Sie da ja oder nein? Und dann hat sie gesagt, nö, das ist mir zu riskant. Und hat gesagt, ne, hat ihm den Gameboy weggenommen, hat gesagt, hier, geben Sie mir die 20 Euro. Ich habe es bekommen für 20 Euro. Und da merkt man auch, wie seltsam diese Leute manchmal sind, diese Einkäufer. Ja, er sprach auch in einer anderen Sprache. Nichts gegen diese Leute, darum geht es gar nicht. Aber das verwirrt natürlich auch deutsche Verkäufer. Und man weiß nicht, worum es geht. Ich weiß auch nicht, warum er nicht zugelangt hat, aber ich kann mir vorstellen, der hätte keine, nicht mal für diesen fairen Kurs, denn der Gameboy allein geht ja schon für mehr weg. Und ich denke mal, dass da nur ein kleiner Wackelkontakt ist oder so. Das lässt sich alles wieder regeln. Für 20 Euro, da kann man echt nichts sagen. Und der hätte das nicht bezahlt, garantiert nicht. Der hätte auf zwischen 10 und 15 Euro, wenn überhaupt das gerechnet. Der hätte sie wahrscheinlich so lange belatschert, bis er das einen Zehner hatte. Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich dann belatschert und mit Telefon, so wie sie die dann sind, weil die setzen einen unter Druck. Und da, es geht, wie gesagt, es gibt sicherlich auch Deutsche, aber die haben natürlich mit einer Fremdsprache noch immer ein Druckmittel, weil du bist verunsichert. Und ich glaube, das ist die größte Waffe, die viele Einkäufer von Games haben, dass man verunsichert wird. Entweder durch Zahlen, wie ich das ja auch an dem Tag heute erlebt habe, indem man die Zahlen wieder wiederholt und durcheinander bringt und somit ein komplett neues Rechensystem entwickelt und sozusagen, wo du 50 Euro haben willst, das plötzlich auf 25 runtergekürzt hast, weil die Leute dann komplett durcheinander werden. Spiele, die sie für 20 erst betitelt haben, ja, werden plötzlich dann, also 10, 15, dafür wolltest du, dafür, dass man komplett durcheinander gebracht wird und erst hinterher dann merkt, wie man reingefallen ist. Ja, und in dem Fall hätte man wahrscheinlich auch mit einer fremden Sprache halb geredet, man versteht sich sowieso falsch, dann auch am Telefon hängen, ist ja auch eine schöne Ablenkung. Entsprechend schien da aber nicht sein Händler, Einkäufer da sein Okay gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob der Okay brauchte. Auf jeden Fall reagierte er gar nicht. Und ja, und ich und mein Bruder haben diesen Schnapper gemacht. Wir haben es fair bezahlt, sie wollten 20 Euro, wir haben auch nichts weiter dazu gesagt. Wir haben gefragt, was sie haben wollten, die wollten den Preis haben, sie haben es bekommen. Ja, und das war der Flohmarkt heute. Oder die 2 Flohmärkte. Das war schon abenteuerlich, ihr seht ja, der Tisch ist wieder voll, schöne Funde gemacht. So, jetzt ist der Nachmittag gleich angebrochen. Ich werde mich jetzt gleich nochmal schön auf den Balkon hauen, in den Schatten mit einem kühlen Saft, wie immer. Und werde den Rest des Tages genießen. Natürlich werde ich noch ein paar abschließende Bilder machen, damit ihr gleich, nachdem ich gesagt habe, liken, teilen, abonnieren, kommentiert bitte, was ist euer Highlight, was sagt ihr zu diesem Gameboy-Lot, welche Erfahrungen habt ihr mit den Händlern gemacht, habt ihr das auch schon beobachtet, erzählt mir einfach, ganz neutral. Es ist ja so, dass das Verhalten, es geht ja um das Verhalten und die Tricks. Darum geht es mir hauptsächlich. Nicht um die Nationalitäten, nicht um die ganzen Mentalitäten, aber die Art und Weise.
Das ist das, finde ich, das Raffinierte. Und ich finde, wenn man einmal darüber nachdenkt und darüber spricht, kann man vielleicht selbst nicht reinfallen. Selbst das machen würde ich nicht. Man macht sicherlich auch schon manchmal aggressiv handeln oder ein bisschen extrem feilschen, aber man möchte auch keinen über den Tisch ziehen. Das wollen wir alle nicht. Wie gesagt, sprecht mit mir, lasst uns darüber quatschen in den Kommentaren hier unten. Ansonsten, ja, wie gesagt, liken, teilen, abonnieren. Ansonsten, ich poste bestimmt noch ein paar schöne Sachen davon auf Instagram, auf meiner Seite. Auch da ist der Link da unten. Und ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ne, das ist warm. Ich spitze auch ziemlich. Und ja, das soll es gewesen sein. Komm, aufhören zu labern. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.